Und da geht auch einer rein. Sehr schön. Also, wenn wir hier stehen mit Matchrouten, zack, und auf der Matchroute einen Schnurclip eingestellt haben, so dass die Köder genau an einer Position stehen bleiben, haben wir ein Problem. Und zwar ist der Köder direkt unter der Oberfläche. Warum ist das so? Also, ich stehe mal wieder an der Yama, an einer der bekannten Stellen, wo man hervorragend eben auch mit der Matchrute angeln kann. Und hier auf der Matchrute teste ich jetzt gerade, ja, zum Beispiel hier den Regenbogenstint. Den brauche ich auch noch als Trophy, also der kann gerne reingehen. Vielleicht baue ich gleich mein gesamtes Setup auf diese Köderkombi um. Was aber gerade wichtiger ist, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Also, wir haben ein Problem. Denn wir verwenden hier eine Art Laufposenmontage. Und bei den Laufposenmontagen ist es ja so, dass die Schnur quasi durch die Pose durchläuft. Und was machen wir hier? Wir werfen aus, die Pose treibt runter und wir kommen in den Schnurclip. Und sobald der Schnurclip greift, zieht sich die Pose immer noch weiter entlang der Schnur, immer weiter bis zum Köder und wir landen dann direkt sozusagen am Köder. Gucken wir uns das mal eben genau an. Und wie kann man sich das besser angucken als mit Paint? Also, wir stehen jetzt hier mal wieder an der Yama. So, und wir haben hier das Gewässer. Haben wir alles fertig? Jawollo. Und dann machen wir das hier nochmal eben voll und das auch. Hoppala. So, jawollo. Und dann stehen wir jetzt hier als Angler und denken uns, boah, geilo, wir wollen jetzt hier mit der Matchroute, zack, und der Schnur schön Posenangeln machen. Dann haben wir jetzt hier unsere Waggler. So, und wie gerade schon gesagt, das ist ja eine Art Laufposenmontage. Das heißt, wir haben hier natürlich die Schnur, das treibt hier alles schön runter. Wir haben den Köder da unten dran und mit dem Schnurclip entsteht dann dieses Bild. Das heißt, wir haben dann die straffe Schnur am Ende, dann haben wir die Pose am Ende, die Schnur strafft sich, die Pose fährt weiter sozusagen bis hier hinten hin und dann haben wir am Ende dieses Bild. Also so. Und hier ist der Köder. So knapp unter der Oberfläche. Also das Geringste, wie man quasi eine Pose einstellen kann. So sieht das dann am Ende aus, wenn die Pose oder wenn der Schnurclip erreicht ist. Das heißt, wir angeln quasi die ganze Zeit auf 18 cm, wenn man das als Geringstes eingestellt hat. Oder, und das ist jetzt quasi der Hack oder der Tipp, oder die Möglichkeit, das zu umgehen. Nächste Möglichkeit, wir haben die Schnur. Wir kommen in den Schnurclip. Zack. Dann steht die Pose im Schnurclip, die Waggler. Und dann kommt quasi der Trick. Wir nehmen natürlich ein Vorfach entsprechend der Länge, die wir halt uns vorstellen. Ich habe jetzt gerade 60 cm dran. Und dann haben wir da den Köder. Also, das ist die einzige Möglichkeit. Wir gucken uns das auch gleich nochmal quasi live im Game an. So, ich habe mal eben zwei exemplarische Routen hier genommen. Wir gucken mal, wir zoomen da mal ein bisschen dran und wir sehen hier vorne exakt das erste Beispiel. Also, der Schnurclip ist gesetzt, die Pose steht und zieht sich bis zum Ende, bis es nicht mehr geht und dann kommt direkt der Köder. Also, wir stehen quasi mit dem Köder direkt unter der Wasseroberfläche. Und das hier ist die Montage mit einem 60 cm Vorfach. Da kann man jetzt natürlich variieren, da muss man jetzt natürlich variieren. Will man eben so weit runter, man sieht es so knapp hinter der Pose, bis da hinten hin geht es ungefähr runter. Will man so weit runter oder will man nicht ganz so weit runter? Das ist eben entscheidend. Darüber variieren wir jetzt quasi die Tiefe. Auch immer natürlich bedenken, ihr seht die heftige Strömung. Der Köder zieht sich durch die Strömung natürlich auch wieder ein bisschen hoch. Das heißt, jetzt hier bei 60 cm haben wir vielleicht eine Tiefe von 40 oder 30 cm erreicht.
Und so können wir dann quasi hier eben auch mit dem Schnurclip rauswerfen und in einer, ich sag mal, vernünftigen Tiefe auch noch die Köder präsentieren. Ich hole mal eben hier das zweite und dritte Setup rein. Da sind wir jetzt im Clip drinne. Und jetzt ist trotzdem durch das Vorfach ist die Schnur tief genug unten. Ich baue auch mal eben die anderen Sets noch mal etwas weiter um. So, da haben wir es hier auch schon. 60 cm 9,4. Ich bin jetzt hier gerade mit 9,8, 9,4er Vorfach. Relativ simpel gerade unterwegs. Schnurclip müssen wir natürlich wieder setzen. Hier an der Stelle so auf 10 Meter. Klappt immer wieder ganz gut. Locker auswerfen und dann treibt das weiter. Wir bauen das zweite Setup auch noch mal schnell um. Und dann haben wir hier alle drei Sets ähnlich. Und jetzt müssen wir hier bloß noch die Variation machen. Genau, die Tiefe ist jetzt eigentlich egal. Wir können hier, wenn ich jetzt auf Minus gehe, 78 cm ist das Minimum. Das heißt, wir haben die 18 cm als Standardminimum plus die 60 cm Vorfach. Also 78 cm, tiefer geht es jetzt gerade nicht. Liegt am Vorfach. Nehmen wir jetzt ein anderes Vorfach. Nehmen wir hier, haben wir hier 20 cm zum Beispiel. Zack, können wir wieder hochgehen und sind dann bei 38. Genau. Weiter geht's nicht. 38 cm Tiefe. Und damit sind wir da begrenzt sozusagen und können so die Tiefe einstellen. Mehr als 60 geht leider nicht. Zack, schnell raus und schnell zugreifen. Und dann haben wir jetzt aber eben auch die Möglichkeit, endlich in verschiedenen Tiefen vernünftig hier zu fischen, vernünftig die Posen hinzustellen und dann zu testen, an welcher Position das jetzt hier ganz gut läuft. Ich muss erst noch ein bisschen testen. Ich habe selbst noch gar nicht viel probiert. Ich war jetzt zuletzt mit dem Spinning unterwegs. Das war ganz okay, aber ich wollte eigentlich auch auf Pose hier noch an der Yama ein bisschen probieren. Und deswegen ja, habe ich gerade ein bisschen angefangen mit der Pose und habe mich tatsächlich ein bisschen auch darüber geärgert, warum denn immer der Köder so weit oben hängt. Denn ich will ja auch weiter nach unten. Ich will ja auch andere Fische kriegen. Und dementsprechend, ja, die Möglichkeit eben mit dem Vorfach. Wenn wir uns sonst die Setups angucken, gucken wir mal hier auf eine der besten Routen, die Rebellion Match. Das ist eine absolute Kaufempfehlung, auch immer wieder Rebellion Match. Und da war auch schon direkt was dran. Und den nehmen wir natürlich gerne mit hier. Rebellion Match, beste Matchroute. Ich glaube, da braucht man nicht wirklich noch was anderes. Damit könnte man komplett alles beangeln, vom Karpfen bis hin hier eben zu den kleineren Fischen an der Yama. Ja, wir gucken hier gerade noch eben rein. 9, noch was, 10er Haken. Also relativ simpel aufgebaut hier. Normalerweise habe ich immer so geangelt, also ohne Vorfach, komplett nur Fluorocarbon. Und dementsprechend war ich eben in der Lage, bis auf 18 cm Höhe einzustellen. Werde ich auch nach wie vor machen, wenn ich auf 18 cm angeln will. Aber eben, sobald es tiefer gehen soll, da muss ich mir jetzt noch eine Handvoll verschiedener Vorfächer bauen. Und dann geht es eben auch in die verschiedenen Tiefen. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, ach du Schande, dann hat man eben auch die Möglichkeit, und da ganz hinten, mit dem Schnurclip hier zu angeln. Denn es lohnt sich immer wieder, wenn man das testen möchte, dieses effektive Angeln mit dem Schnurclip, erstmal mit einer Pose vielleicht starten oder zweien und dann sagen, okay, treiben lassen, treiben lassen, treiben lassen, ohne Schnurclip und dann gucken, wo kommen immer die Einschläge und dann vielleicht so ein, zwei Meter vorher den Schnurclip setzen, dass die Posen dann an der richtigen Stelle stehen und dann hat man eben die Möglichkeit, ganz gezielt an effektiven Spots, wo auch immer Einschläge reingehen, ja, quasi diesen ganzen Spot einfach gezielt mit der Pose zu befischen. Übrigens ein riesen Vorteil hier, Posenangeln, Matchroutenangeln mit den Rodpod ist einfach richtig lohnenswert. Nochmal game-changing, weil man mit dem Rodpod einfach nicht diese Probleme hat mit dem Abstellen. Manchmal hat man wirklich die Schwierigkeiten, dass das Abstellen einen quasi hindert. Und hier jetzt mit dem Rodpod absolut sensationell. Man kann den meist sogar richtig schön weit rausstellen und dann zack, 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 läuft das Ganze. Ja, das war eigentlich nur ein kleiner Hack. Ich teste jetzt erstmal, das ist jetzt quasi nicht wirklich ein Hotspot-Video, wobei das eigentlich ein guter Spot ist, immer wieder. Ich zeige das nochmal eben auf der Map. Also wenn du Bock hast auf Posenangeln, hier die Stelle, sensationell. Auch ein bisschen weiter treiben lassen oder nach hier mal werfen und hier runter treiben lassen. Da geht einiges.
Ich teste jetzt, ich glaube, ich werde mich gleich mal versteifen hier auf den Regenbogenstint und den weiter versuchen und den weiter testen. Und dann geht da was. Wenn ihr Bock habt auf Spinning, speziell viele Saiblinge sind gerade, und nicht bekommen, viele Saiblinge sind gerade hier unten unterwegs. Saiblinge bringen auch mal wieder ganz gut Silber. Hat sehr gut funktioniert mit dem Zander Kunstköder. Da konnte man ganz gut reingehen. Also, einfach mal ein bisschen testen und probieren, ob da bei euch auch was funktioniert. Ich fange jetzt an, mit den Matchrouten hier Gas zu geben. Und ich suche genau den. Ich hoffe, das geht, da geht noch was. Regenbogenstint. Guck mal hier. Na guck. Also, auf Maikäfer und auf Steinfliegenlarve. Nicht schlecht. Ja, ich probiere jetzt. So viel dazu. Kurze Info einfach nur zu diesem Umgehen der Begrenzung durch den Schnurclip, der Tiefe und so weiter. Ich glaube, es war einigermaßen verständlich. Ich hoffe es. Petri Lümmens, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.